Du kannst über Nacht ein Vermögen aufbauen. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Die meisten Menschen verstehen eine ganz wichtige Nachricht nicht. Reichtum ist nicht in erster Linie viel Geld. Reichtum ist in erster Linie, was du über Geld denkst. Und Reichtum hat zweitens damit zu tun, was du über dich selber denkst. Lass uns mal mit deinen Ideen über dich selber anfangen. Wenn du dich selber einordnen solltest, bist du Unterklasse, Mittelklasse oder Spitzenklasse? Aus Erfahrung weiß ich, die meisten Menschen sagen dann instinktiv, ich bin Mittelklasse. Wenn du dich aber für Mittelklasse hältst, bist du Durchschnitt. Das ist so ein Kreis mit dem Strich durch. Durchschnitt. Du machst dann das, was die Masse im Durchschnitt tut. Du hast dann so viel Geld wie die Masse. Und der Milliardär Mark Cuban sagt, ist mir vollkommen egal, was alle sagen. Reich sein ist gut. Und damit sind wir bei deiner Einstellung über Geld. Wir müssen verstehen, das Geld, das du hast, ist immer nur eine Folge. Und zwar eine Folge deiner Gedanken. In Bezug auf Geld gilt dasselbe wie für jede Art von Erfolg. Ob du denkst, du kannst das nicht oder ob du denkst, ich kann das, du hast immer recht. Denn nach dem Gesetz der Anziehung manifestieren sich deine Gedanken, um zu bestätigen, hey, ich hatte recht, du hattest recht. Wenn du reich werden willst, dann musst du lernen, wie reiche Menschen zu denken. Du musst über dich selber lernen zu denken, ich bin Spitzenklasse. Und über Geld musst du lernen zu denken, ja, das ist gut. Es ist gut, Geld zu haben. Einschränkung. Das muss man natürlich nicht denken. Aber wenn du wohlhabend werden willst, dann musst du das denken. Meine Erfahrung, als ich angefangen habe, mein Denken zu verändern, da floss plötzlich Geld in mein Leben. Ein Unterschied zur Mittelklasse. Die Mittelklasse versucht, das zu beschützen, was sie hat. Spitzenklasse konzentriert sich auf das große Geld. Lass mich das mal ganz überspitzt sagen. Konzentrierst du dich darauf, ein paar Cent zu sparen oder darauf, ein Empire zu bauen? Ich sage das ganz bewusst und auch mit Absicht so deutlich, denn du ahnst schon, wenn du ein Empire bauen willst, dann musst du einen ganz anderen Weg einschlagen, als wenn du nur ein paar Euro beschützen willst. Die Frage ist also, denkst du eher klein oder denkst du groß? Denkst du Mittelklasse oder denkst du Spitzenklasse? Ist Geld für dich ein notwendiges Übel oder liebst du Geld? Reiche Menschen lieben Geld. Die Armen, oft auch die Mittelschicht, verachten sie dafür. Boah, die Geldsäcke. Besonders die gebildete Mittelschicht redet so. Die fühlt sich überlegen und sagt, ich hänge nicht am Geld wie dieser arme Mensch. Der hat vielleicht 1000-mal so viel, aber ist letztendlich eine hohle Sau. Ich frage dich, wie dumm ist das, so über einen anderen zu reden? Stell dir vor, du verliebst dich in jemanden. Wirst du dann sagen, jedes Mal, wenn ich diese Person anfasse, muss ich mir ganz schnell die Hände waschen, weil die sind dann schmutzig. Natürlich nicht. Warum reden dann aber viele Menschen so über Geld? Warum sagen sie, Geld ist schmutzig, muss mir die Hände waschen? Ja, wie sollen sie denn dann Geld in ihr Leben ziehen, wenn sie so etwas sagen und denken? Liebe ist die stärkste Macht im Universum. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich schnell einig. Und wenn Liebe die stärkste Macht ist im Universum, dann ist es auch gut, dass du dein Geld liebst. Denn wenn du dein Geld nicht liebst, dann hättest du ja die stärkste Macht im Universum nicht auf deiner Seite. Es ist einfach gut, Geld zu haben. Dann bist du frei. Du kannst anderen helfen, du kannst etwas in Würde tun, du kannst in Würde leben. Denk dran, wer Mittelklasse ist, der tauscht seine Zeit gegen Geld. Die Reichen tun das niemals. Sie tauschen Ideen gegen Geld. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wer Spitzenklasse ist, der löst für andere ein Problem. Und dafür bekommt er Geld. Dafür wird er bezahlt. So macht er sein Geld. Nochmal, der Reiche tauscht nicht Geld gegen Zeit, sondern er tauscht Ideen in Geld um. Und zwar Ideen, mit denen er Probleme für andere löst. Wenn ich es zusammenfasse, was wir besprochen haben, dann heißt das, Reiche lieben sich selbst, und sie lieben Geld.
Und weil sie sich selber lieben, glauben sie an sich und an ihre Ideen. Und sie nutzen ihre Ideen, um dann Probleme für andere zu lösen und dafür werden sie bezahlt. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie Zeit eintauschen, sondern das ist die Kraft ihrer Ideen und ihr Selbstbewusstsein, mit dem sie die Lösung für die Probleme anderer bewirken. Du kannst über Nacht ein Vermögen aufbauen, wenn du die richtige Idee zur richtigen Zeit hast. Und auch wenn das für dich jetzt etwas materialistisch klingt, das ist es gar nicht, denn Geld ist immer nur die Folge. Denk mal an das Coronavirus. Stell dir vor, du findest eine Lösung. Vielleicht ist es was ganz Einfaches am Ende des Tages, ich weiß es nicht. Aber du würdest dann damit einer Menge Menschen das Leben retten. Und die Wirtschaft könnte wieder in Gang kommen, weil wir diese ganzen Maßnahmen nicht mehr bräuchten. Und vielen Menschen würdest du helfen, die gar nicht erst krank werden. Du würdest also ein Riesenproblem lösen. Ist es gut? Nein, das wäre nicht nur gut, das wäre wunderbar, das wäre herrlich. Und wenn du jetzt dafür bezahlt werden würdest, hey, dann wäre das doch vollkommen in Ordnung. Wer Mittelklasse ist, der denkt auch wie der Durchschnitt. Er sucht nach ganz offensichtlichen, durchschnittlichen Antworten. Wer aber Spitzenklasse ist, der sucht nach neuen, nach seltenen, nach einzigartigen, brandneuen Antworten. Und so kann er dann auch eine Lösung finden. Mein Tipp für dich ist, umgib dich so nach und nach mit mindestens 3 Menschen, die Spitzenklasse sind, und du wirst dein Leben verändern.